DM, Deutschlands größter Drogeriemarkt mit beliebten Eigenmarken wie Balea oder Alverde. Dieses Jahr feiert das Unternehmen seinen 50. Geburtstag. Was schätzen Kunden am Karlsruher Konzern DM? An DM? Auch eigentlich alles. Es ist übersichtlich, es ist groß, es ist schön hier. Ja, ich gehe hier gern hin, weil es hier Pflegeprodukte gibt, die ich brauche. Und generell, dass es hier halt Produkte für alles gibt. DM wirbt vollmundig mit einer Dauerpreisgarantie. Wie viel bekommt man für sein Geld? Nein, meine Rolle ist gerissen. Marktcheck rechnet genau nach und lässt das mit vollem Einsatz überprüfen. Ich bin absolut überrascht über dieses Ergebnis. Wir bekommen spannende Einblicke hinter die Kulissen und lüften die geheimen Botschaften der DM-Preisschilder. Und wie gut ist die Qualität der Eigenmarken? Ob Waschmittel, Shampoo oder Cremes, wir checken die Produkte auch im Dauereinsatz. So, wir haben jetzt beide die Augenpads während dem Frühstück getestet heute. Das Eigenmarkenkonzept ist derart erfolgreich, dass andere Händler schon auf DM schielen und sich fragen, wie hat DM das geschafft? Doch es gibt auch immer wieder Produktrückrufe bei den Drogerieriesen. Hat DM ein Qualitätsproblem? Das nehmen wir sehr ernst und machen das auch konsequent. Marktcheck checkt DM. Für unseren ersten Check sind wir in Böblingen bei Familie Greck, bei Mutter Tanja und Tochter Lara. Mit dabei Laras Freund Henry und ihre beste Freundin Amelie. Alle kaufen regelmäßig im Drogeriemarkt ein. Ich gehe so einmal in der Woche ungefähr in den Drogeriemarkt. Wir brauchen natürlich Küchenrollen, Kleenex, Spülmittel. Man findet eh immer irgendwas. Also meistens brauche ich nur zwei Sachen und komme dann aber doch mit fünf raus. Die vier kaufen in unterschiedlichen Drogeriemärkten ein. Wo ist es am günstigsten? Das wollen wir in unserem ersten Check herausfinden. Der Preis. Für unseren Warenkorb sollen sie Produkte zusammenstellen, die sie regelmäßig im Drogeriemarkt einkaufen. Sie sammeln ein: Spülmittel, Küchenrolle, Deo, Waschmittel und vieles mehr. Am Ende haben sie 20 Drogeriemarktartikel zusammen. Dabei 6 Markenprodukte und 14 Eigenmarken. Diese Produkte sollen die vier nun bei den Drogeriemärkten DM, Rossmann und Müller nachkaufen. Und zum Vergleich im Supermarkt bei Rewe. Bei den Markenprodukten jeweils das exakt gleiche. Bei den Handelsmarken das vergleichbare Produkt der jeweiligen Eigenmarke. Wo wird der Einkauf am günstigsten sein? Ich denke, dass es bei DM am billigsten ist und bei Müller am teuersten. Das sind ja nicht die typischen Produkte für den Supermarkt. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, dass es im Supermarkt teurer ist als im Drogeriemarkt. Also ich gehe zu Müller. Ich gehe zu DM. Ich gehe zu Rewe. Ich gehe zu Rossmann. Auf geht's zum Shopping. Vier Personen, vier Märkte. Das Versprechen von DM lautet, dass Kunden hier immer günstig einkaufen können. Ob das Versprechen eingelöst wird, sehen wir später. In der Zwischenzeit brauchen wir richtig viel Platz. Wir sind auf dem Trainingsgelände der Bulldogs, einer American Football Mannschaft aus Ludwigsburg. Fabian, Robin, Raphael und Luca werden für uns einen der meistverkauften Drogeriemarktartikel checken. Klopapier. Von DM, Müller, Rossmann und Rewe. Wo bekommt man am meisten für sein Geld? Auf der Packung von DM heißt es: Mehr Inhalt der Umwelt zuliebe. Also bis jetzt ist für mich das DM der Favorit, weil das 220 Blätter hat statt 200. Also ich glaube auch, dass das von DM am weitesten rollen wird, weil, wie er es gesagt hat, es hat einfach mehr Blatt, 20 mehr. Das ist schon eine große Menge, finde ich. Ist bei DM wirklich mehr drin oder sind die Blätter vielleicht einfach nur kürzer? Die vier sollen das Klopapier komplett ausrollen. Alle Packungen enthalten 10 Rollen dreilagiges Toilettenpapier der jeweiligen Eigenmarke. Das Softstar Klopapier von Müller und das Ja-Toilettenpapier von Rewe kosten 4,05 Euro. Etwas günstiger das Sanft- und Sicher-Klopapier von DM, das sogar 20 Blatt pro Rolle mehr enthält. Am teuersten das Alouette-Klopapier von Rossmann. Es kostet 4,15 Euro für 200 Blatt. Und jetzt wird gerollt.
gar nicht so einfach. Ich hab ein Problem. Nein, meine Rolle ist gerissen. Das sind genau 30, gell? Hab noch. Nach rund einer Minute ist es soweit. Es hat sich ausgerollt. Und es ist eindeutig. Das Toilettenpapier von DM ist am längsten. Wie man sieht, Robin hatte mit seinen 220 Blatt tatsächlich am meisten Klopapier auf die Länge gesehen. Die 20 Blatt mehr fallen doch sehr auf. Aber auch die anderen Rollen mit jeweils 200 Blatt sind unterschiedlich lang. Das liegt daran, dass schon die einzelnen Blätter bei Rewe und DM etwas länger sind. Bei der Breite gibt es keinen Unterschied. Wir halten fest. Am meisten Toilettenpapier fürs Geld bekommt man bei DM. Das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis hat Rossmann, zumindest zum Zeitpunkt unserer Stichprobe. Rossmann teilt uns mit, man hätte den Preis inzwischen gesenkt. Später werden die Ludwigsburger Bulldogs noch ein weiteres Produkt für uns testen. Zurück zu unserem Preisvergleich bei Familie Gregg. Die vier haben jeweils 20 vergleichbare Produkte bei DM, Müller, Rossmann und Rewe eingekauft. Wo war der Einkauf am günstigsten? Wir lösen auf. Bei Rewe hat unser Warenkorb 40,94 Euro gekostet. Bei Rossmann 40,34 Euro. Bei Müller und DM jeweils 39,70 Euro. Dabei waren bei Müller zwei Produkte zufälligerweise gerade im Angebot, bei Rossmann eines. Bei DM gibt es keine Sonderangebote, sondern dauerhaft gleichbleibende Preise. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Preise so eng beieinander sind. Ich dachte ja, Rossmann wäre der günstigste. Aber ich bin absolut überrascht über dieses Ergebnis. Also aufs Jahr gerechnet sind es ja dann so circa 15 Euro mehr. Und als Studentin würde ich dann tatsächlich auch zum billigsten Markt wechseln, weil für mich das dann schon was ausmacht. DM ist also in unserer Stichprobe zusammen mit Müller am günstigsten. Und das, obwohl es bei DM im Gegensatz zur Konkurrenz keine Aktionspreise gibt. Warum eigentlich nicht? Wir fragen nach bei DM. Seit 2019 ist der Sohn des verstorbenen DM-Gründers Götz Werner, Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung. Der große Unterschied ist jetzt, dass wenn ich als Kunde bei DM einkaufe, dann habe ich ja meine Einkaufsliste und möchte die Produkte kaufen, die ich eben brauche. Und dann ist es bei DM halt so, dass ich mich darauf verlassen kann, dass diese Produkte eben durch den Dauerpreis immer günstig sind. Und nicht dann zufällig mal günstig sind, wenn gerade ein Sonderangebot ist oder ich mich gar nach den Sonderangeboten richten muss, um günstig einzukaufen. Eine clevere Strategie, meint Johannes Behrens. Er hat zu Handelsmarken promoviert und früher für Schlecker gearbeitet. Heute berät er Handelsunternehmen. Zu DM sagt er: Sie wollen lieber die treuen Fans anziehen als vielleicht die wechselwilligen Schnäppchenjäger. Ich habe nicht den Stress, dass ich ein Sonderangebot verpasse oder dass ich jetzt noch schnell zu DM muss, weil morgen das Sonderangebot ausläuft, sondern ich habe ein Vertrauen. DM garantiert, dass sogar über 4 Monate Preise immer stabil bleiben. Allerdings erzählt uns Johannes Behrensen, wären die Preise nicht in jeder DM-Filiale gleich. Nach meiner Kenntnis gibt es Unterschiede. Gewisse Preisschienen, die beispielsweise regional ausfallen können. Das heißt, sie sind nicht überall gleich, vielleicht davon abhängig, ob jetzt direkt ein Rossmann im direkten Umfeld ist oder wie das Wettbewerbsumfeld an sich gestaltet ist. Das wollen wir überprüfen. Reporter Moritz zieht los und checkt die Preise in verschiedenen DM-Filialen, alle am selben Tag. Tatsächlich findet er jede Menge Unterschiede. So kostet das Color-Flüssigwaschmittel von der Eigenmarke Denkmit in der DM-Filiale in Speyer 3,25 Euro. In Ludwigshafen hingegen 3,55 Euro. Die Spülmaschinentabs der Eigenmarke kosten in der Filiale in Neckarsulm 3,65 Euro. In Untergruppenbach dagegen 3,95 Euro. Aber auch in ein und derselben Stadt können sich die Preise unterscheiden. So kostet das Ecovair Handspülmittel in der DM-Filiale am Ostenplatz in Stuttgart 1,95 Euro. In der DM-Filiale in der Stuttgarter Königstraße, knapp 3 Kilometer entfernt, dagegen nur 1,85 Euro. Warum unterscheiden sich die Preise?
So stark von Filiale zu Filiale. Alle unsere relevanten Wettbewerber, die wir im Markt haben, haben unterschiedliche Preise in den einzelnen Märkten. Und daher machen wir das auch. Wir hatten es mal anders versucht, dass wir einheitliche Preise in ganz Deutschland hatten. Das Problem ist dann, dass wir an einzelnen Standorten dann zum Teil massiv unterboten worden sind. Und deswegen ist da die Flexibilisierung in den Preisen wichtig, um am jeweiligen Standort immer der günstigste sein zu können. Ergebnis beim Preis: Am günstigsten sind DM-Märkte meist dann, wenn ein Rossmann oder Müller in direkter Umgebung ist. Insgesamt haben wir bei DM am günstigsten eingekauft. Bevor wir die Qualität der Produkte checken, werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Bei dieser DM-Filiale in Karlsruhe und bei Marktleiterin Fabienne Licht. Wir treffen sie frühmorgens zum Schichtbeginn. Wir haben heute Warentag. Die Kollegen sind seit um 6 Uhr an der Warenverräumung dran. Das heißt von 6 bis 8 volle Action und Vorbereitungen, um den Tag für die Kunden vorzubereiten. Fabienne Licht hat bei DM eine Ausbildung zur Drogistin gemacht und ist seit 4 Jahren Marktleiterin. Bevor der Laden um 8 Uhr öffnet, müssen die Lücken im Regal aufgefüllt und neue Preisetiketten gesteckt werden. Auf denen befinden sich zum Teil versteckte Hinweise für die Mitarbeiter und für eingeweihte Kunden. Zum Beispiel, seit wann der Preis nicht mehr erhöht wurde. Wir haben die Dauerpreisgarantie. Das heißt, wir garantieren unseren Kunden, dass mindestens 4 Monate lang der Preis nicht erhöht wird. An diesem Artikel sehen wir einfach, seit dem 13.02.2015 ist dieser Preis gleich geblieben. Und es gibt noch mehr versteckte Hinweise auf den Etiketten. Auf dem Etikett gibt es auch noch das kleine A aufgedruckt. Das bedeutet, der Artikel ist ausgelistet. Wenn Sie als Kunde das A auf dem Etikett sehen, dann können Sie sich ziemlich sicher sein, dass das Produkt nicht mehr nachkommt. Viele Kunden kennen mittlerweile auch unser A und fragen dann auch direkt, oh nein, mein Lieblingsprodukt geht aus dem Sortiment, haben Sie einen Vergleich oder eine Alternative für uns? 8 Uhr. Die Filiale öffnet für die Kunden. Uns fällt auf, in vielen Einkaufskörben landen DM-Eigenmarken. Kaufe ich eigentlich ganz gerne, also weil die halt günstig sind und ich glaube, die Leistung ist da gut. Bin ich begeistert, also sonst würde ich es nicht immer nachkaufen. Jetzt ist hier jetzt viel Essen dabei eigentlich. Alviade zum Beispiel habe ich auch viel zu Hause, von Natur, Kosmetik zum Beispiel. Die Mascara ist, finde ich, richtig gut. Wie gut sind die Eigenmarken von DM im Vergleich mit der Konkurrenz? Das überprüfen wir in unserem nächsten Check. Die Qualität. Um das herauszufinden, besuchen wir Zwillingsschwestern. Tamara und Sabrina Benz aus Bad Dürrheim. Was wir regelmäßig benutzen, sind so Tagescremes, Bodylotion, klar Spülung, Shampoo und Duschgel braucht man ja immer. Vielleicht auch mal so eine Bräunungscreme im Winter. Was Kosmetikprodukte angeht, sind wir uns auch sehr ähnlich. Also wir benutzen eigentlich ähnliche Produkte. Sie sollen für uns die Qualität der DM-Eigenmarke Balea checken. Einen Monat lang probieren Sie Bodylotion, Trockenshampoo, Augenpads, Bräunungsmus und Cremeseife aus. Jeweils von Balea und einer höherpreisigen Marke. Für den Balea-Korb haben wir 10,80 Euro gezahlt. Der Korb mit den Markenartikeln kostet fast doppelt so viel. In einem Videotagebuch sollen die beiden festhalten, was ihnen beim Testen auffällt. Also ich teste jetzt hier das erste Trockenshampoo von Balea. So, das sprühe ich mir hier erstmal auf den Ansatz. Dann mal schauen. Ihr seht schon hier, es sieht wirklich nicht mehr so fettig aus. Also bin mal gespannt, wie lange es hält. Heute teste ich das Trockenshampoo von der Marke. So, ich bin jetzt mal ein bisschen mehr ins Licht gegangen, damit man das besser sieht. Also ich finde auch, die Marke hat ein mega gutes Ergebnis. Ich habe hier jetzt die beiden Cremeseifen zum Testen. Einmal von Balea und einmal von Frosch. Und ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal ausgetestet. Die waren beide eigentlich relativ ähnlich. Der einzigste Unterschied ist, dass die von Frosch ein bisschen besser riecht. In einem Monat werden wir die Zwillingsschwestern wieder besuchen. Inzwischen nehmen wir eine andere DM-Eigenmarke unter die Lupe.
Dafür geht's zurück zu den Ludwigsburger Bulldogs und ihrem American Football Training. Eine Sportart, bei der man so richtig schön dreckig wird. Umso wichtiger ist ein gutes Waschmittel. Nach dem Training sind die Klamotten immer komplett nass, schmutzig und so. Besonders wenn man auf Rasenplatz spielt und wenn es dann noch am besten regnet, dann kann es schon ziemlich matschig werden. Wir testen das Denk-mit-Color-Waschmittel von DM für 3,55 Euro. Das Formil-Waschmittel von Lidl für den gleichen Preis. Das Spee-Color-Gel für 3,99 Euro und das deutlich teurere Sunil-Color-Waschmittel. Damit die Waschmittel gleiche Voraussetzungen haben, werden alle T-Shirts mit dem gleichen Schmutz beschmiert. Mit Erdbeerjoghurt, Rapsöl und Ketchup. Die Jungs haben sichtlich Spaß bei der Sache. Es hat so ein bisschen was von dem Clown, aber ich finde, bei mir ist es auch am symmetrischsten. Ja, was hat dein Geodreieck dabei gehabt? Jedes T-Shirt wird nun bei 30 Grad mit einem anderen Waschmittel gewaschen. Welches macht den Dreck am besten weg? Während die Waschmaschine läuft, gehen wir zurück zu den Zwillingsschwestern Tamara und Sabrina Benz nach Bad Dürheim. 4 Wochen lang haben die beiden Balea Kosmetikartikel im Vergleich mit Markenprodukten ausprobiert. Und dabei fleißig Videotagebuch geführt. So, schönen guten Morgen. Ich habe jetzt nach dem Aufstehen sowieso ein bisschen Augenringe, deswegen mache ich jetzt gleich mal die Augenpads drauf. So, wir haben jetzt beide die Augenpads während dem Frühstück getestet heute. Und meine Schwester hat die von Balea und ich habe die von der Marke. Und wir schauen jetzt mal, ob die Augenringe weg sind. Sieht eigentlich ganz gut aus, also ist hier relativ glatt. Und bei dir eigentlich auch. So, ich habe jetzt auch beide Bodylotions schon mehrmals getestet. Und da haben wir einmal die Balea Cremeöl. Und die war wirklich nicht so gut zum Auftragen. Die war nicht so ergiebig, also man hat sehr viel Creme gebraucht, um das auf dem ganzen Körper zu verteilen. Dann haben wir hier noch die Marke, die Fenial. Da hatte ich das Gefühl, die lässt sich besser verteilen, zieht auch schneller ein. Nach 4 Wochen wird es nun Zeit für ein Fazit. Für welche Produkte würden sich die beiden insgesamt entscheiden? Bei Balea haben 3 Stück gewonnen, was ja auch schon für Balea spricht. Also von daher, wenn dann man noch den Preis bedenkt, dann ist es, glaube ich, eindeutig. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass wir uns für Balea entscheiden würden. Bei Augenpads, Trockenshampoo und Bräunungsmus hat den beiden das Balea-Produkt besser gefallen. Bei der Bodylotion und der Cremeseife liegt das Markenprodukt vorn. Pluspunkt also für die DM-Eigenmarke Balea. Wir checken einen weiteren Balea-Klassiker, Shampoo. Wie gut ist das Shampoo von Balea im Vergleich zur teureren Markenkonkurrenz? Dafür sind wir bei der Friseurakademie Baden-Württemberg. Dort treffen wir die 3 angehenden Friseurmeister Ari, Sepan und Saria. Sie testen für uns 3 silikonfreie Haarreparatur-Shampoos. Die DM-Eigenmarke Balea tritt an gegen die Markenshampoos von Nivea und Gul. Welchem Produkt trauen unsere angehenden Friseurmeister mehr zu? Ich denke, Nivea wird das beste Shampoo sein. Ich denke, das ist gut, weil es um Haaraufbau geht. Ich erwarte, dass das Shampoo von Nivea das bessere ist. Dass es auf jeden Fall auch viel Feuchtigkeit bringt, vor allem für strapazierte Haare. Wir füllen die Shampoos neutral ab, damit die 3 bei ihrem Urteil nicht beeinflusst werden. Kann das günstige Balea Professional mit seinen teureren Konkurrenten mithalten? 3 Kolleginnen von der Friseurakademie mit vergleichbaren Haaren stellen sich als Testpersonen zur Verfügung. Schon nach dem Einmassieren sind erste Unterschiede zu erkennen. Schäumt sehr gut, riecht auch sehr, sehr gut. Also es hat nicht gut geschäumt beim ersten Haarwäsche. Man sieht ja auch, wie die Haare glänzen von einer Haarwäsche. Das fand ich sehr, sehr gut eigentlich. Ich fand es sehr gut, dass sich das Haarspray sehr schnell aufgelöst hat. Erst nach dem Waschen kann man wirklich erkennen, wie gut ein Shampoo gewirkt hat. Fühlt sich sehr trocken an, ich spüre keine Feuchtigkeit, nichts. Man kann so gut mit dem Finger reinkommen, ohne Knoten, das ist so kennbar. Also ich bin echt glücklich, also richtig schön. Ich finde, die Haare sind auch
gibt schon Glanz. Ich finde die Shampoos auch sehr, sehr gut. Später lösen wir auf, welches Shampoo in welcher Flasche ist. Inzwischen sind die T-Shirts der Ludwigsburger Bulldogs gewaschen und getrocknet. Die Footballspieler haben die Shirts auf die gleiche Weise verdreckt und bei 30 Grad mit verschiedenen Waschmitteln gewaschen. Welches hat die Flecken aus Joghurt, Ketchup und Öl am besten beseitigt? Ich glaube, das ist noch ein bisschen Ketchup, was man hier sieht. Aber sonst. Das ist ein fetter Fleck hier. Bei dir? Auch ein riesengroßer, das ist fetter auch Fleck. Die Flecken sind nur mit bloßem Auge zu erkennen, nicht durch die Kamera. Ich habe das Formil-Waschmittel, die Eigenmarke von Lidl. Und dieses Waschmittel hat den letzten Platz belegt. Ich hatte das Spee-Color-Gel. Das hat den dritten Platz belegt. Man sieht noch deutliche Umrisse von Öl und Ketchup. Also ich hatte die Eigenmarke von DM, das Denk mit Colorwaschmittel. Und es hat am zweitbesten abgeschnitten. Man sieht zwar keine keine Joghurtflecken mehr, aber man sieht hier unten noch Ketchupflecken und ein bisschen was von dem Öl. Also ich hatte das Sonil und es hat am besten abgeschlossen von allen vier. Der Fleck ist am kleinsten von allen vier. Wir halten fest, am meisten überzeugt hat die Footballspieler Sonil. Dicht gefolgt von der deutlich günstigeren DM-Eigenmarke. Und wie sieht es beim Shampoo aus? Zurück zur Friseurakademie. Nach dem Föhnen erkennen die angehenden Friseurmeister noch deutlichere Unterschiede. Also mit dem Shampoo bin ich sehr glücklich. Glänzt. Die Shampoo macht richtig schönes Volumen, finde ich auch. Das Ergebnis gefällt mir wirklich, aber nur am oberen Bereich. Am Ansatz ist es noch mega stumpf. Ich bin echt glücklich. Was sagt ihr? Also ich brauche es auch gar nicht anzufassen. Ich bin jetzt schon echt beeindruckt. Ich sehe den Glanz. Doch, richtig schön. Schönes Ergebnis. Bislang wussten sie nicht, welches Shampoo in welcher Flasche war. Das lösen wir jetzt auf. Gut gemacht. Richtig überrascht. Also vor allem du. Ja, ich habe von was anderes geredet. Ja. Ja, wir hatten tatsächlich, weil ich dachte auch, wir hätten Nivea, aber doch nicht. Sepans Favorit ist das Balea-Shampoo. Die anderen beiden finden das Shampoo von Gul am besten. Somit ist Gul unser Sieger im Praxistest. Anders als von ihnen erwartet, ist Nivea das Schlusslicht. Doch was ist mit den Inhaltsstoffen? Wir bringen die Shampoos zu dem renommierten Dermatologen Jürgen Bauer nach Stuttgart. Er schaut sich die Inhaltsstoffe für uns ganz genau an. Seine Analyse. Am unbedenklichsten war das Produkt von Nivea. Da fanden sich außer Duftstoffe keine problematischen Inhaltsstoffe. Und auf dem zweiten Platz sozusagen war Balea. Da waren Tenside und Emulgatoren drin, die Austrocknung und Reizung der Haut machen können. Aber ansonsten die üblichen Duftstoffe und sonst nichts Problematisches. Und am schlechtesten abgeschnitten hat das Produkt von Gul. Denn es enthält ein aromatisches Tensid, das im Verdacht steht, krebserregend und hautreizend zu sein. Aus meiner Sicht ist es bedenklich, in der heutigen Zeit, wo es Alternativen gibt, eine potenziell krebserregende Substanz in ein Produkt reinzutun. Und ich würde eigentlich erwarten, dass ein Markenprodukt in Zukunft sowas rauslässt. Wir bitten Gul mehrmals um eine Stellungnahme. Eine Antwort erhalten wir nicht. Später prüfen wir noch die Qualität der Lebensmittel von DM. Doch zunächst fällt uns im Markt etwas anderes auf. Die Kunden verweilen teilweise recht lange im Geschäft. Immer wenn ich bei DM zu DM gehe, habe ich halt natürlich auch eine eigene Einkaufsliste so, aber ich nehme natürlich auch irgendwie viel mehr mit. Ich glaube, das passiert auch ein paar anderen Leuten. Es landet immer mehr im Einkaufskorb. Also eigentlich bin ich planlos reingelaufen und dann habe ich jetzt für den Urlaub angefangen einzukaufen. Wie schafft es DM, dass die Kunden mehr einkaufen als geplant? Das schauen wir uns im nächsten Check an, das Marketing. Carmen Schenkel ist Marketing-Expertin. Sie beschäftigt sich seit Jahren damit, wie Unternehmen ihre Kunden mit Psychologie und Emotionen zum Kauf animieren. DM setzt ganz klar darauf, dass man sich wohlfühlt, wenn man in den Shop geht, dass man gerne länger drin bleibt. Und die Verweildauer zu erhöhen, ist ganz gezielt eine Strategie. Weil wenn Sie länger bleiben, dann nehmen Sie vielleicht hier und da noch etwas mit, lassen sich inspirieren. Und der Aufbau der DM-Shops, der ist darauf ausgelegt, dass Sie gerne bleiben und sich auch hier und da etwas inspirieren lassen.
Wie genau DM diese Wohlfühlatmosphäre in den Filialen erzeugt, verrät uns Filialleiterin Fabienne Licht. Wenn ich als Kunde in die Filiale komme, sind die Regale meistens schräg angeordnet. So habe ich einfach schon den Einblick in die einzelnen Bereiche. Wir haben niedrige Regale, dass man schön drüber schauen kann. Das gibt auch automatisch eine Helligkeit, eine Wohlfühlatmosphäre. Neben der Wohlfühlatmosphäre seien auch die starken Eigenmarken ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, sagt Carmen Schenkel. Das Eigenmarkenkonzept ist derart erfolgreich, dass andere Händler schon auf DM schielen und sich fragen, wie hat DM das geschafft? Und DM hat es geschafft, ein Konstrukt zu schaffen mit den Eigenmarken, was wirklich stark konkurrenzfähig zu den Marken ist. Und das in dieser Form, dass teilweise die Endkunden gar nicht mehr sehen, dass es Eigenmarken sind, sondern sie für Marken halten. Zum Beispiel bei Balea. In der Stuttgarter Fußgängerzone machen wir das Experiment. Die Passanten sollen sortieren. Handelt es sich um eine Eigenmarke oder Marke? Was Sie nicht wissen, tatsächlich sind alle 30 Logos Eigenmarken von DM. Alvea, das ist eine Marke. Don Toten, das ist eine Zahncreme, die gehört auch dahin, ja. Denk mit, das ist auf jeden Fall noch Eigenmarke von DM. Ah ja, Balea. Das ist doch Ihre Eigenmarke. Das ist die, ja. Balea auch Marke. Balea, das kennt man halt. Und das gibt's halt überall, nicht nur bei Müller oder sowas, sondern gibt's auch bei DM. Don Toten ist auf jeden Fall Eigenmarke, weil das ist billig. Lass uns mal so. Wenn man ein bisschen überlegt beim Einkaufen, spürt man, was Eigenmarken sind und was eben Fremdmarken oder ursprüngliche Marken sind. Wirklich? Wir lösen auf. Tatsächlich sind alles Eigenmarken von DM. Die hört alles zu denen, oder? Ah, ey, das ist krass. Bei Balea hätte ich es nicht gedacht. Das sind schon große Marken, Elbedlin zum Beispiel oder so. Richtig interessant, hätte ich nicht gedacht. Die DM-Eigenmarken haben also ein so gutes Image, dass Kunden sie mit Markenprodukten verwechseln. Geschürt wird die Begeisterung für DM-Produkte auch in den sozialen Medien. Auf YouTube finden wir zahlreiche sogenannte Shopping-Halls. Dabei sprechen meist weibliche Influencerinnen über ihre Einkäufe bei DM. Wir starten mit den Neuheiten von Alverde und da möchte ich euch zuallererst diesen Antitranspiranten zeigen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von dem Balea Reinigungsöl, was ich immer zum Abschminken benutze. Und ja, deswegen wollte ich das unbedingt testen und hatte das gekauft. Zahlt DM für solche Videos? Wir sprechen mit zwei Influencerinnen, die sich auf YouTube Mrs. Bibi und die Lubella nennen. Die Frage wird mir sehr oft gestellt und ich kommuniziere das auch immer ganz offen. Also DM bezahlt mich nicht dafür, dass ich in meinen Videos über DM-Produkte spreche oder auch da Live-Shopping-Halls mache. Es ist keine Kooperation, es wird alles selber finanziert. Nee, also grundsätzlich wird man von DM nicht für diese Videoformate bezahlt. Das ist eher ein Mythos eben, der wie gesagt schon lange im Internet kursiert, der aber nicht wahr ist, zumindest aus meiner Erfahrung. Die beiden erklären uns, ihre wahre Motivation sei, dass Videos über DM-Produkte sehr häufig geklickt würden. Und hohe Klickzahlen seien für Influencer das A und O. Unser Fazit zum Marketing. Das Image von DM ist so gut, dass Influencer sich gerne mit dem Unternehmen schmücken. In den Filialen sorgt DM mit einer Wohlfühlatmosphäre dafür, dass Kunden mehr einkaufen als geplant. Und die Eigenmarken haben dabei ein so starkes Image, dass sie zum Teil für Marken gehalten werden. Zurück zu unserem Qualitätscheck. Wir sind wieder bei Familie Greck in Böblingen. Die vier sollen nun für uns Lebensmittel testen von DM Bio. Wie gut sind sie im Vergleich zu den Produkten von Alnatura? Die beiden Marken verbindet nämlich eine ganz besondere Geschichte. DM-Gründer Götz Werner war einst eng befreundet mit dem Alnatura-Gründer Götz Rehn. Götz und Götz haben nicht nur denselben Vornamen, sie teilen auch die gleichen anthroposophischen Ideale und waren sogar verschwägert. DM-Chef Götz Werner heiratete die Schwester von Bio-Unternehmer Götz Rehn. Seit den 80er Jahren haben die beiden eng zusammengearbeitet. Die Partnerschaft von DM und Alnatura ging weit über eine klassische Lieferbeziehung hinaus. DM wurde zum größten Handelspartner von Alnatura. Doch dann kam es zum Streit.
2015 entschied DM, die Eigenmarke DM Bio einzuführen und deswegen nach und nach alle Alnatura-Produkte auszulisten. Götz und Götz sollen danach kein Wort mehr miteinander geredet haben. Wir lassen Familie Greck die DM Bio-Produkte testen, im Vergleich mit Alnatura. Um diese Produkte geht's: Nuss-Nougat-Schokocreme, Haferflocken, Weizenmehl und Spaghetti. Die von DM sind ein bisschen dunkler als die von Alnatura. Also auf den ersten Blick ist mir bei den zwei Nuss-Nougat-Cremes kein Unterschied aufgefallen. Nur hier steht eben drauf mit Kakaobutter. Ich bin mal gespannt, ob das dann besser schmeckt. In einem Monat werden wir die vier wieder besuchen. Eines der Produkte wollen wir in der Zwischenzeit genauer unter die Lupe nehmen. Das Mehl. Was unterscheidet DM Bio-Qualität von einem konventionellen Mehl? Wir sind in Ochsenhausen bei Memmingen, beim Hofgut Holland. Hier baut Hans Holland auf einem 160 Hektar großen Ackerbaubetrieb Weizen und Dinkel für DM Bio-Mehl an. Mit dem Naturland-Siegel für geprüfte Öko-Qualität. Im Ökolandbau verwenden wir keine chemischen Herbizide, das sind Unkrautvernichtungsmittel, die wir nicht verwenden. Man sieht es unseren Feldern natürlich an. Es blühen hier zum Beispiel noch Kamille, wie man hier sieht, oder Kornblumen. Und das ist sicher ein Beitrag zur Artenvielfalt und für die Insekten wichtig, die da eben auch den ganzen Sommer über noch Nahrung finden. Außerdem verzichtet er auf chemisch-synthetischen Dünger und setzt stattdessen auf Mist und Kompost, ganz natürlich. Wie wirkt sich das auf die Qualität des fertigen Produktes aus? Wir schicken das Bio-Weizenmehl Typ 405 von DM ins Labor, zusammen mit seinem Konkurrenten von Alnatura. Im Labor in Siegen nehmen die Prüfer die zwei Biomehle genau unter die Lupe. Wir untersuchen Hefen und Schimmelpilze, weil das die Mikroorganismen sind, die am ehesten im Mehl wachsen können. Schimmelpilze sind, das ist wirklich böses Zeug. Also da gibt es von genveränderte Geschichten bis krebsauslösende Sachen und auch Durchfallunterbrechen. Außerdem untersuchen die Prüfer die Mehle auf Chlormequat, ein Wachstumsregulator, der bei Bioanbau eigentlich nicht vorkommen darf. Werden die Prüfer dennoch Chlormequat finden? Zunächst zurück zu unseren Praxistestern in Böblingen. Sie haben einen Monat lang Lebensmittel von DM Bio und Alnatura verglichen. Bei uns kam raus, dass die Bio-Spaghetti von DM, die Eigenmarke, hat bei uns gewonnen. Und zwar aus dem Grund, die waren einfach intensiver im Geschmack. Ich habe die Haferflocken einmal von Alnatura getestet und einmal von der DM Eigenmarke. Und ich habe mich für den Sieger Alnatura entschieden. Die waren einfach gröber, die Haferflocken, und das hat mir einfach besser geschmeckt. Mir hat das Weizenmehl von Alnatura besser geschmeckt, weil der Pizzateig, den wir da rausgemacht haben, einfach viel fluffiger war. Wir haben ja einmal die Schokocreme von Alnatura getestet und die von der DM Eigenmarke. Und wie man vielleicht schon sieht, hat uns die von Alnatura viel besser geschmeckt. Bei drei von vier Produkten entscheiden sie sich für Alnatura statt DM Bio. Bei unserer Lebensmittelauswahl schlägt Alnatura also DM Bio. Zurück zum Labor. Hier haben die Prüfer inzwischen das Mehl von DM Bio und Alnatura getestet. Das Ergebnis? Alle Untersuchungen waren unterhalb der Grenzwerte. Wir konnten nirgendwo Chlormequat nachweisen. Wir haben einige Schimmelpilze nachgewiesen, allerdings weit unterhalb der in Europa geltenden Grenzwerte. Sodass man sagen kann, das ist völlig unbedenklich zu verzehren. Beide Mehle sind also tadellos. Doch gilt das für alle DM-Bio-Produkte? Uns fällt auf, gleich drei Produkte musste DM zu Jahresbeginn kurz nacheinander zurückrufen. Im vergangenen Jahr gab es vier Produktrückrufe. Ist das noch im normalen Rahmen? Wir fragen Jürgen Stellpflug, den ehemaligen Chefredakteur von Ökotest und jetzt Vorsitzender des Vereins Testwatch. Die Rückrufe gehen zurück, zum Teil zweimal, auf Deklarationsfehler. Das kann passieren. Dreimal gehen sie aber auf den Befall mit Salmonellen, krankmachenden Bakterien, zurück und zweimal auf zu viel Blausäure in Mandelprodukten. Das fällt normalerweise bei einer guten Qualitätskontrolle auf. Dann muss ich sagen,
da ist die Qualitätskontrolle von DM tatsächlich noch verbesserungswürdig. Da sollten die drüber nachdenken, wie sie solche Rückrufe verhindern können. Damit konfrontieren wir DM-Geschäftsführer Christoph Werner. Wir rufen konsequent Produkte zurück, wenn wir feststellen, dass die bereits ausgeliefert sind und in den Rückstellmustern oder aufgrund von Kundenreaktionen irgendetwas nicht in Ordnung war. Das nehmen wir sehr ernst und machen das auch konsequent. Bei der Vielzahl an Artikeln, die wir haben, ist es relativ überschaubar noch, auch wenn jeder einzelne Fall natürlich sehr ernst genommen wird. Ergebnis des Qualitätschecks: Das DM Biomehl, das wir im Labor untersucht haben, war tadellos. Unsere Testesser haben dennoch die Alnatura-Produkte vorgezogen. Die Kosmetikprodukte von Balea schlagen sich gut, können aber nicht überall mit den Markenprodukten mithalten. Dennoch blickt DM auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurück. Die erste DM-Filiale eröffnet 1973 in Karlsruhe. Wenig später folgen Filialen auch in Österreich. In den 80er Jahren bietet DM neben den normalen Drogerieartikeln die erste Eigenmarke an: Alana, Kinderkleidung aus Naturmaterialien. Die zweite Eigenmarke kommt 1989, Alverde Naturkosmetik. Der DM-Gründer Götz Werner war bekennender Anthroposoph und Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Anders als bei anderen Drogeriemarktketten setzte Werner auf flache Hierarchien und Mitbestimmung seiner Mitarbeiter. Die sorgen dafür, dass wir das richtige Sortiment haben. Die sorgen dafür, dass das Sortiment auch da ist. Die sorgen auch für ihre Zusammenarbeit dafür, dass wir produktiv sind und niedrige Preise haben. Und das ist die Hauptbasis unseres Erfolges. Die Mitarbeiter sind auch für den Service in den DM-Filialen verantwortlich. Wie gut funktioniert der? Unser nächster Check: der Service. Zurück zu Familie Gregg nach Böblingen. Tanja und Lara Gregg fahren bald in den Urlaub und benötigen vorher neue Passfotos. DM bietet als Service biometrische Passfotos an. Das wollen die beiden ausprobieren. Später werden wir das Ergebnis von einer Profi-Fotografin überprüfen lassen. In der Filiale sprechen die beiden eine Mitarbeiterin an. Wir möchten gerne Passbilder machen. Das können wir gerne machen. Ich stelle mal das Gerät auf. Schnell sind die Fotos gemacht. Wie zufrieden sind die beiden mit dem Ergebnis? Ja, ich hätte mir jetzt so einen kleinen Tipp von der Fotografin gewünscht. Machen Sie einmal Ihr Haar nach hinten und wäre cool gewesen. Aber geht. Ich bin sehr zufrieden. Also ich muss sagen, die Fotos sind echt schön geworden. 7,95 Euro für 6 Passfotos. Ganz schön günstig. Doch erfüllen die Fotos wirklich alle Anforderungen an ein biometrisches Passbild? Tanja und Lara Gregg zeigen die Fotos der Profi-Fotografin Jana Blom vom Fotostudio Blende 8 in Böblingen. Die prüft zunächst mit einer Schablone ab, ob die Passbilder die biometrischen Anforderungen erfüllen. Insgesamt ist es ein biometrisches Bild, was man abgeben kann, auf jeden Fall. Was man halt wirklich direkt sieht, ist, dass sie arg überschärft sind. Also man sieht es gerade hier so in den Strähnen. Man sieht wirklich fast jede Strähne einzeln. Mhm. Das ist natürlich auch in der Haut zu sehen. Und dadurch Sie wissen, was ich meine. Genau. Die höhere Qualität beim Profi hat dafür auch ihren Preis. Bei Jana Blom zahlen die Kunden 20 Euro für ein Set aus 4 Passfotos. Bei DM nur 7,95 Euro für ein Set aus 6 Bildern. Deutlich anspruchsvoller ist die Entwicklung von Urlaubsfotos. Aus ihrem vergangenen Griechenlandurlaub haben Tanja und Lara Gregg viele Bilder mitgebracht. Die wollen sie nun entwickeln lassen. Zum Vergleich einmal als Expressfotos zum Sofortabholen und einmal als Laborentwicklung. Für die Expressfotos zahlen wir in allen Drogerien 3,90 Euro für 10 Bilder. Für die Laborentwicklung von 10 Fotos in bestmöglicher Qualität zahlen wir ohne Versandkosten bei DM 1,40 Euro, beim Profilabor Saal Digital 2,90 Euro, bei Müller 3,49 Euro und bei Rossmann 4 Euro. Große Unterschiede im Preis, aber auch in der Qualität. Tanja und Lara Gregg lassen die Abzüge wieder von Fotografin Jana Blom beurteilen. Also hier sieht man schon einen guten Farbunterschied. Ihr dürft mal gucken. Also einmal hier in dem Blau ist es ganz. Ja. Oh ja. Hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied so ja.
das denn doch ist. Bei allen Drogerien sieht die Expertin deutliche Qualitätsunterschiede zwischen dem Sofortausdruck und der Laborentwicklung. Ihre Empfehlung? Auf jeden Fall das Labor. Wenn ich die Zeit habe und es nicht heute brauche, dann auf jeden Fall das Labor. Aber auch bei den Laborbildern gibt es qualitativ deutliche Unterschiede. Am besten gefallen der Expertin die Fotos von Saal Digital. Am schlechtesten die von Rossmann. Und DM? Also DM liegt tatsächlich gar nicht so schlecht im Mittelfeld. Also nicht auffallend gut, nicht auffallend schlecht, wirklich mittendrin. Und wie gesagt, Landschaftsurlaubsbilder kann man dort machen. Im Porträtbereich wird es schwierig, weil gerade dieses sehr, sehr starke Nachschärfen der Bilder bei einem schönen Porträtbild in der Haut nicht so cool kommt. Ergebnis? Sowohl bei den Passbildern als auch bei den Urlaubsfotos bietet DM zwar keine Profi-Qualität, aber ein durchaus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben der Fotoentwicklung gehört zu einem guten Service im Drogeriemarkt auch Beratung und Kulanz. Wie es damit aussieht, will unser Lockvogel Ambra Link mit versteckter Kamera herausfinden. Ich bin heute dreist unterwegs. Und zwar versuche ich, diese Handcremes zurückzubringen. Und das, obwohl ich sie schon probiert habe und auch keinen Kassenzettel habe. Die Handcremes sind von den Eigenmarken der jeweiligen Drogeriemärkte. Ambra geht in jeweils zwei Filialen von DM, Rossmann und Müller. Ihre erste Aufgabe, die Produktrückgabe. Ich würde gerne diese Handcreme zurückgeben. Ich habe davon leider einen ziemlichen Hautausschlag bekommen. Geht das auch ohne Quittung? Ja, das ist gar kein Problem. Ich gebe Ihnen Ihr Geld zurück. In beiden DM-Märkten und in beiden Müller-Filialen erhält unser Lockvogel anstandslos das Geld zurück. Und bei Rossmann? Sie können das Produkt ohne Quittung zurückgeben, allerdings nur Ware gegen Ware. Das heißt, Sie können sich ein anderes Produkt für den gleichen Preis aussuchen. Überraschung, in der zweiten Rossmann-Filiale heißt es, ohne Quittung können Sie das Produkt leider nicht zurückgeben. Auch ein Umtausch ist nicht möglich. Aha. Als zweites testet unser Lockvogel die Beratung. Ich habe eine Frage zu der Sonnencreme. Die hat ja Lichtschutzfaktor 30. Können Sie mir sagen, wie viele Stunden ich damit in die Sonne kann? Das kann ich so nicht sagen. Das weiß ich nicht. Bei beiden DM und beiden Rossmann-Filialen wissen die Mitarbeiter nicht, was Lichtschutzfaktor 30 bedeutet. Und bei Müller? Das bedeutet, dass der Eigenschutz Ihrer Haut um das 30-fache verlängert wird. Bei Ihrem Hauttyp schätze ich mal, dass Sie damit ca. 300 Minuten in die Sonne können. Perfekt erklärt. Und das in beiden Müller-Filialen. Und DM? Hier konnten die Mitarbeiter nicht erklären, was Lichtschutzfaktor 30 bedeutet. Dürfen Kunden das nicht erwarten? Bei den über 47.000 Menschen, die bei DM Drogeriemarkt in Deutschland arbeiten, ist es nicht ausgeschlossen, dass vielleicht dieser Anspruch, eine gute Beratung anbieten zu können, das ein oder andere Mal nicht eingelöst werden kann. Insgesamt bekommen wir allerdings sehr, sehr viele positive Rückmeldungen über die gute Beratungsleistung unserer Kolleginnen und Kollegen. Vorbildlich in Sachen Service ist jedenfalls, dass es bei DM fast immer einen Wasserspender gibt, sowie Wickeltisch und Stillecke. Für junge Eltern, die in der Stadt unterwegs sind, ist DM daher eine beliebte Anlaufstelle. Ich gehe öfters hier in DM, weil es hauptsächlich die einzigste Filiale ist, wo man hingehen kann und stillen kann. Sonst natürlich gibt es auch andere öffentliche Toilette oder sowas, aber ich finde es hier angenehmer, hier ist ruhig. Unser Gesamtfazit. Insgesamt ist der Service bei DM gut, auch wenn bei der Beratung noch etwas Luft nach oben ist. Das Marketing funktioniert einwandfrei. Die Eigenmarken werden zum Teil sogar mit Marken verwechselt. In puncto Qualität schneiden die Non-Food-Produkte gut ab. Bei den Lebensmitteln kam DM nicht so gut an wie Alnatura. Dafür kann DM beim Preis punkten. Hier haben wir insgesamt am günstigsten eingekauft und das ohne Sonderangebote. Marktcheck checkt DM. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Das geht hier und mehr von Marktcheck gibt's auch hier und hier.